Wir sind da, unser nächstes Etappenziel, die französische Atlantikküste, ist erreicht und wir sind in Lacanau-Ossian. Unsere Erwartungen werden nicht enttäuscht. Endlose Strände, Puderzuckersand, Goldfarben und ein wunderbares Wasser, alles endlos weit. Das ist wunderschön. Traumhaft. Die Brombeeren, die haben wir gestern noch frisch gepflückt und heute gibt es sie zum Frühstück gemeinsam mit dem Müsli am Strand. Wunderschön. Ist das nicht eine tolle Kulisse? Der weiß, was er tut. Ups, am Vormittag hat sich das Bild am Strand dann doch ein bisschen verändert und es gleicht eher im Ameisengewimmel. Ja, das mögen wir nicht so sehr und deswegen ist es Zeit für uns, einfach ein paar Meter weiter vom Aufgang des Campingplatzes wegzuziehen. Die beiden Männer hier mit den gelben T-Shirts und den roten Hosen, die haben jetzt gerade hier eine Fahne aufgehängt, die anzeigt, dass jetzt hier Badeverbot ist. Das hängt damit zusammen, dass also jetzt die Ebbe sehr stark nochmal wirkt, indem sie dann das Wasser echt nach außen zieht. Man kann dann eben, wenn man Pech hat, hier von so einer Strömung ergriffen werden und wirklich rausgezogen werden ins offene Meer. Und dann wird es schwierig, wieder zurückzukommen. Eine ganz wichtige Regel, die wir gelernt haben, ist also auch immer darauf zu schauen, was die Einheimischen machen, egal wo man ist. Und insbesondere, wenn man irgendwo in unbekannten Gewässern baden gehen will, sollte man sich vorher wirklich erkundigen, welche Gefahren da lauern. Und es ist mal in Venezuela passiert, wo wir in einem Fluss gebadet haben, wo am Morgen dann ein Einheimischer kam und sagte, ja, also hier sind schon gute Schwimmer von Anacondas mitgenommen worden. Einen Kilometer weiter finden wir ein völlig verändertes Bild. Insbesondere durch die Ebbe zeigt sich uns eine endlose Weite, die schon eine wahnsinnige Kulisse ist. Auf den ersten Blick verwundert das, dass diese Landschaft so unberührt wirkt. Es gibt aber dafür eine relativ einfache Erklärung. Die heftige Brandung, die hier immer vorhanden ist, freut die Surfer, stellt aber für die Landschaft ein ziemliches Problem dar. Sie verursacht nämlich, dass diese gigantischen Sanddünen wandern, das heißt sich auf das Landesinnere zu bewegen, und natürlich die Ortschaften dahinter bedrohen, das heißt Landverlust entsteht. In den 60er Jahren hat man deshalb ein Riesenaufforstungsprogramm gemacht und hier ist ganz deutlich zu sehen, Pinienwälder wurden hinter den Dünen angepflanzt. Damit konnte dieser Prozess gestoppt werden. Es handelt sich aber immer noch um ein sehr sensibles Gebiet, was also auch nur unter bestimmten Auflagen betreten werden darf. Ja, wir sind froh, dass es einige Zeltplätze hier gibt und wir dieses kleine Paradies genießen können. In der Einstellung hier kann man gerade mal sehen, wie gigantisch diese Ausmaße des Strandes hier bei Ebbe sind. Da auf dieser kleinen Sandinsel, die zwei winzigen Pünktchen, das sind wir. Thank you.
langweilig wird's am Strand nie. Es macht einfach Spaß, die Surfer zu beobachten. Egal, ob das Kitesurfer sind oder Einfachsurfer. Die Profis auf ihren Boards als auch die Anfängerversuche. Es gibt hier mehrere Schulen, wo man Surfen lernen kann. Also, wer Wind, Wellen und einsame Strände mag, der ist hier absolut richtig. Wir hatten jedenfalls total viel Spaß. Ja, die nächsten Bilder sprechen da Bände. Gefällt, was wir hier machen mit diesen Videos und auch so mit den Tutorials manchmal in den Filmen, dann wäre es total schön, wenn ihr uns abonnieren würdet. Dann müsstet ihr hier klicken. Und wenn ihr noch die Playlist vielleicht euch anschauen wollt zu den anderen Videos, die würden wir dann hier hochladen. Und dann würden wir uns sicherlich bald wiedersehen. Wir haben ganz viele spannende Sachen noch auf Lager, die dann in den nächsten Wochen und Monaten hochgeladen werden. Und dann hoffen wir, dass ihr mit uns noch ganz viele Abenteuer gemeinsam erleben könnt. Bis dahin. Tschüss.